Es gibt ein neues Interview mit dem CEO Johann Söhrberg und Game Director Stacy Place im Interview über Star Stable. Sie beantworten Fragen zur kommenden Quest und die neuen überarbeiteten Spielfiguren. Auch vieles, vieles mehr. Es ist auf Englisch. Daher habe ich mit meinem Freund den Google-Übersetzer es komplett übersetzt und für dich so das Wichtigste zusammengefasst. Natürlich ist der Link zum Interview in der Videobeschreibung, damit du es auch selber lesen kannst. Wir möchten Star Stable die nächsten 10 Jahre relevant halten. Interview mit Game Director Johann Söhrberg und Stacy Place. Im ersten Teil wird Stacy erstmal beschrieben, aber das überspringen wir und wir fangen gleich an bei alte Technik, neue Probleme. Sie wollen die 10 Jahre alte Technik überholen, also das Programm, worauf Star Stable läuft, und weiterhin überarbeiten. Ich weiß noch nicht, aber es scheint sehr, sehr aufwendig zu sein. Und lohnt sich das, das dann noch weiterhin zu machen, die nächsten Jahre? Denn man könnte auch auf ein neues Programm wechseln, oder? So würden Probleme wie Bugs gar nicht entstehen und man könnte sie vorbeugen. Sie erkennen und anerkennen, dass es viel, viel Platz für Frustration bietet. Und geben zu, dass sie es zu lange beiseite geschoben haben. Sollen aber in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht haben, das System zu aktualisieren. Allerdings haben sich wegen dieser Probleme und den technischen Einschränkungen, was das alte Programm nur beinhaltet, viele, viele der Angestellten von Star Stable beschwert und das Ganze kritisiert. Und es natürlich auch online gestellt, wo es andere lesen konnten. Auch wissen wir, dass viele deswegen gekündigt haben sollen. Die Stacy sagt dazu, dass einige dieser Beschwerden wahr sind. Naja, es scheint mir wirklich so, als würde sie nicht alles zugeben wollen, was nicht richtig läuft oder es sich nicht eingestehen wollen. Außerdem sagt Stacy, dass viele Spieler nun mehr Endgame-Content wollen. Endgame-Content? Ich meine, wir haben nicht mal die komplette Karte erkundet, oder? Oder wird es auch nie gemacht und existiert nur in den Büchern von Star Stable? Wenn es das dann war, wenn wir mit den Soul Riders das Böse besiegt haben, kommen dann keine Updates mehr? Und sind dann nur noch diese Events dann für Star Stable da? Aber wie soll dann das Spiel die nächsten 10 Jahre relevant bleiben? Wo bleiben eigentlich die Story Quests? Ja, das fragen wir uns wirklich alle. Sie erklärt, dass es bei Star Stable in letzter Zeit nicht wirklich ein eigenes Quest-Team gab und dass die verfügbaren Leute, die Mitarbeiter also, an weiteren Aufgaben und an anderen Aufgaben zugewiesen wurden. Bedeutet, dass es wohl vielleicht dieses Jahr immer noch keine neuen Story Quests geben wird, oder? Und ich hatte mich schon so darauf extrem gefreut, weil ich dieses Jahr wirklich Zeit dazu habe. Alle bereitstehenden Mitarbeitern wurden die Entwicklung von neuen Charakteren, die uns auch schon seit Jahren versprochen wurden, und dem Design von Pferden und der Überarbeitung der Umgebung eingesetzt. Aber ist das wirklich so die richtige Entscheidung, das so zu machen? Was meint ihr? Aber sie meint, dass die Zukunft vielversprechend ist und sie noch später ein Meeting hätte. Was genau hat sie nicht beschrieben? Und wie sie selbst sagt, Horses are our main business, also Pferde sind unser Hauptgeschäft. Was so bedeuten könnte, lieber Pferde als neue Inhalte machen zum Spielen, ist nur eine Vermutung. Aber an was arbeitet Star Stable schon wirklich konkret? Da gibt es wirklich eine gute, gute Nachricht. Die Nachtreiter sollen bald komplett fertig überarbeitet sein. Ja, endlich! Ich hoffe, dass ein weiterer Punkt der Checklist abgehackt worden ist für die Story Quest. Außerdem soll es ein neues Animationssystem schon geben, das jetzt schon im Spiel drin ist. Das sehen wir Spieler anscheinend nicht, nur es existiert schon. Außerdem wird an einem Anti-Cheat-System gearbeitet. Ich glaube, damit ist gemeint für die Championate, bin mir auch nicht so sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wiederkehrende Events sollen einen festen äußerlichen Rahmen bekommen. Mich wundert es allgemein schon, dass Events, die eigentlich jahrelang stattfinden, plötzlich nicht mehr stattfinden, wie die Strandparty von Pinter und einfach so die Modewoche weggefallen ist. Es soll also mehr einheitlicher gemacht werden, damit mehr Zeit ist, an neuen Dingen zu arbeiten. Eigentlich ist der Plan ganz gut, oder? Aber meine Frage ist, werden Events dann immer dieselben sein, zur selben Zeit und ohne neue Überraschungen? Zum Beispiel wie jetzt zu Halloween immer dasselbe und ohne neue Quest? Dies soll auf jeden Fall ein 3-Jahres-Plan werden. Es ist aber nicht eine Verbesserung für uns Spieler, sondern es geht um das Wohl der Mitarbeiter, so sagt sie es. Der Grund ist wohl die vielen Krankschreibungen, die es gibt. Das ist wirklich nie ein gutes Zeichen, wenn sich Leute anfangen, sich aus Frust auf der Firma krankschreiben zu lassen. Dann ist da wirklich vieles nicht richtig.
Es scheint für mich so stressig zuzugehen, um dass man die Deadline einhalten kann. Vielleicht ist auch das Team unterbesetzt. Und da sagt man, okay, arbeiten wir das Wochenende, um fertig zu werden. Vielleicht macht das alte Programm auch unnötig viel Schwierigkeiten, was man mit einem neueren Programm vermeiden könnte. Aber ich könnte auch komplett verkehrt liegen. Denn Stacy sagt, dass sie den Leuten, also dass Star Stable den Leuten, mehr Zeit lässt, um etwas zu entwickeln und zu veröffentlichen. Dann verstehe ich aber auch nicht die Beschwerden, die es gibt. Es wird auch jetzt endlich mal die Charakterbearbeitung angesprochen. Ja, endlich. Mein Lebenszeichen. Es soll in der Charaktererstellung mehr Optionen geben, um dich selber auszudrücken. Ich hoffe ja zum Beispiel mal auf verschiedene Augenformen wie asiatische Augen. Auch Diversität wird angesprochen. Ist immer gut und ich hoffe zum Beispiel auch mal auf coole Kurzhaarschnitte und Sidecuts. Was denkt ihr? Was wird kommen? Wird man zum Beispiel seine Figur ein Tattoo geben können? Auch hält weiterhin Star Stable an Mädchenfiguren fest. Man soll weiterhin keine Jungs auswählen dürfen. Aber freu dich nicht zu früh. Es soll noch eine Weile dauern, bis das Ganze fertig ist. Aber selbst der Autor sagt, dass er es echt schade findet, dass Star Stable daran weiter so festhält. Und jetzt gegen eine geschlechterspezifische Einordnung, also Pferdespiele nur für Mädchen. Ich meine auch, viele Jungs finden Pferde genauso cool. Man muss ja nur zu Pferdewettbewerben gucken, wie viele Reiter dabei sind. Im nächsten Teil gibt es noch ein Interview mit Johann Sörberg. Und der sagt etwas, was er sehr, sehr lange Zeit vermutete. Früher wurde ja für Langzeitspieler vieles gemacht. Quest, neue Gebiete und heute ist man darauf bedacht, das Spiel für neue Spieler zu verbessern. Also der neue Spieler steht im Fokus von Star Stable. Ich glaube, dieser gibt halt auch eher Geld aus für die Mitgliedschaft und ist wahrscheinlich auch eher geneigt dazu, Starcoins für Pferde, Ausrüstung, Kleidung zu kaufen. Also steht für Star Stable der wirtschaftliche Faktor im Vordergrund. Und das merke ich zum Beispiel seit sehr, sehr vielen Jahren. Denn früher hat man zum Beispiel Eventkleidung hinterhergeworfen bekommen und heute sind sie wahnsinnig teuer. Man zahlt locker über 1000 Starcoins für ein komplettes Outfit mit Ausrüstung. Und das ist dann nur Eventkleidung. Wie Johann Sörberg meint, ist das alte Silvergate Village und die Charaktermodelle der Soul Rider schon über 15 Jahre alt gewesen und für die Starshine Legacy Spiele kreiert worden. Da haben sie sich ja wirklich Zeit gelassen zu verändern. Auch er sagt, es soll mehr auf Diversität geachtet werden, um sich selber im Spiel zu repräsentieren zu können und sich auch selber repräsentiert zu fühlen. Es sei auch übrigens geplant, mit den Charakteren mehr zu interagieren. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, mit den Charakteren jetzt, also Spieler zu Spieler? Oder meint ihr jetzt diesen ganzen NPCs? Also neue Gesprächsoptionen, wie in Animal Crossing, die einem Briefe schreiben oder fragen, ob man bestimmtes kaufen würde, wie eine Toilette. Ich muss einen echt seltsamen Eindruck auf... Warte, jetzt weiß ich, warum er mich das gefragt hat. Entweder soll man also mit anderen Spielern mehr interagieren können oder halt mit den NPCs. Das habe ich leider nicht so ganz verstanden. Das war es aber im Großen und Ganzen, was da drinnen stand. Ich finde es eigentlich sehr interessant, was Star Stable vorhat und an was sie gerade arbeiten. Und da will ich mich unbedingt bei Justin bedanken, der das Interview mir geschickt hat. Ich hätte es ohne ihn gar nicht bemerkt. Vielen Dank dafür. Gerne kannst du hier abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video auch dabei bist. Bis dahin, tschüss!